Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist es soweit und zwar wird mein Cupra-Taker AK Baba Cupra mich heute leider verlassen müssen. Aber dafür darf ich euch mein neues Fahrzeug heute vorstellen, den darf ich heute endlich abholen. Seid auf jeden Fall gespannt, aber ich muss erstmal arbeiten. Ich würde mal sagen, wir sehen uns später nach Feierabend. Bis dahin! So Leute, ich habe jetzt Feierabend und bin jetzt unterwegs nach Schloss Neuhaus. Da kommt mein Fahrzeug ursprünglich her und wird dort dementsprechend abgegeben. Ja, ich hätte mir ehrlich gesagt ein besseres Wetter gewünscht für die Auslieferung, aber was will man denn machen? Ja, was kann ich noch abschließend über mein Fahrzeug so sagen? Also im Großen und Ganzen bin ich bis heute mit dem Fahrzeug zufrieden gewesen. Also ich habe auf jeden Fall diese 3 Jahre nie bereut. Vor allem, ich lebe im Prinzip meinen Traum. Ja, der ein oder andere wird lachen, aber das ist mir auch egal. Denn der Cupra Taker ist und war einfach mein Lieblingskompakt-Sport-SUV. Ich meine, Geschmäcker sind immer verschieden, aber T-Roc Air und Audi SQ2, die waren jetzt nicht so mein Fall gewesen. Auf jeden Fall habe ich die Wahl nicht bereut und das Fahrzeug macht auf jeden Fall Spaß. Er ist auch vor allem auch komfortabel und alltagstauglich. Mit dem Sprit kam ich auch soweit gut zurecht, also da bin ich nicht arm geworden. Je nach Fahrweise hatte ich mal Tage, wo ich dann, sagen wir mal, 7,8 Liter bis 9 Liter verbraucht habe. Hin und wieder gab es auch Tage, wo ich 10 bis 12 Liter verbraucht habe, also je nachdem, wie ich lustig war. Aber die Spritkosten waren auch noch im Rahmen gewesen. Natürlich gab es auch Tage, wo das Fahrzeug mich auch genervt hat, zum Beispiel das Infotainment-System hat mal gesponnen. Oder was auch mal ganz lustig war, es kam mal hin und wieder die ein oder andere Fehlermeldung, wie zum Beispiel Fernlichtassistent geht nicht oder Verkehrsschilder geht nicht. Aber kleiner Funfact, als ich das Fahrzeug ausgemacht habe und wieder angemacht habe, dann war es mit Magie auf einmal wieder weg. Ja Leute, an die anderen Ateca-Besitzer, schreibt es mir in den Kommentaren, ob ihr zufälligerweise den gleichen Fall so habt. So. Ansonsten gibt es so abschließend zu diesem Fahrzeug nichts zu sagen. Also ich kann nur nochmal sagen, ich habe es auf jeden Fall nie bereut und ich bin bis heute immer noch zufrieden. So, dann würde ich mal sagen, dann gebe ich einmal nochmal Vollgas, sobald es die Straßen zulassen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in Schloss Neuhaus, Freunde. Da trifft Baba Cupra noch ein letztes Mal seinen Bruder, den Cupra Leon ST 310. Richtig cooles Auto. So Freunde, ich bin jetzt endlich in Schloss Neuhaus angekommen, hier bei Auto aus Thiel und kommt mal mit, ich zeige euch was Schönes. Hier steht mein neues Fahrzeug, genau, ihr könnt es schon am Cupra Logo sehen, also so viel kann ich euch verraten, ich bleibe der Marke Cupra auf jeden Fall treu. Aber um welchen Cupra es sich genau handelt, das erfahrt ihr gleich, Freunde. Dann wollen wir mal rein, mal gucken, was der gute Fabian Grafe so macht. Also, genau, absoluter Ehrenmann, der hat mich super gut beraten und mich überzeugt, dass ich der Marke Cupra auf jeden Fall treu bleibe. Dann würde ich mal sagen, kommt mal mit, Freunde. So. Hier sind die ganzen Cupra-Fahrzeuge. So, da haben wir den Mann des Tages. Hi. Hallo. Servus. Ja, das Hi, ist Fabi, der Mann, der mich dafür, wie ich schon vorhin erwähnt hat,
den ich es zu verdanken habe, dass ich halt der Marke Cupra treu geblieben bin. Also wenn ihr euch auch für die Marke Cupra oder Seat entscheiden wollt, dann lasst euch von diesem Ehrenmann beraten lassen. So. Sehr gerne. Ich verlinke euer Instagram-Account auf jeden Fall so. Ich würde mal sagen, wir erledigen erstmal so die Papiere, nenne ich das jetzt mal. Genau. Und dann kommt dann die große Enthüllung, worauf ihr alle gewartet habt. So, machen wir alles klar. Rein. So, Freunde, da ihr habt jetzt lange drauf gewartet, um welchen Cupra handelt es sich jetzt? 3, 2, 1 und... Das ist mein neues Kanalfahrzeug. Es ist der Cupra Leon ST. Auf jeden Fall ein mega geiles Auto. Das Design sagt mir auf jeden Fall richtig zu. Ich habe mir die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer gegönnt. Und natürlich 19 Zoll Felgen. Und jetzt die größte Überraschung. Gehen wir mal zum Heck. So, wie ihr sehen könnt, wir haben hier keine vier Endrohre, sondern zwei einzelne Endrohre. Das heißt, ich habe mich für den kleineren VZ mit 245 PS entschieden, also quasi den spanischen Golf 8 GTI. Ist auch unabhängig davon, dass es sich vielleicht um wirtschaftliche Dinge halt so handelt, ist es halt ein Langzeitprojekt, weil ich mir so gedacht habe, ja komm, muss es denn halt immer der große VZ mit 310 PS sein oder tut es auch der kleinere VZ mit 245? Seid auf jeden Fall gespannt. Ich nehme euch mit auf die Reise, ob ich mit dem spanischen GTI auf jeden Fall glücklich sein werde oder ob es doch eher ein Fail war. Aber ich sage jetzt mal so, bis jetzt bereue ich die Entscheidung halt nicht. Also an sich ist es auf jeden Fall ein richtig cooles Auto. Und vor allem, weil der ein oder andere wird sich fragen, ja Kenny, du hast doch immer von dem Formentor geschwärmt. Ja. Und allgemein ist der Formentor einfach mein Lieblings-Cupra. Ja. Der Formentor ist ein geiles Auto und ist auch zu Recht der Bestseller, aber ich sag jetzt mal so, weil gefühlt jeder Zweite einen Formentor fährt, da dachte ich mir schon, hat es mir doch den großen Reiz gegeben, den Leon eine Chance zu geben, weil ganz ehrlich, mir persönlich stört es, dass gefühlt jeder Zweite einen Formentor fährt und da habe ich mir so gedacht, nee, dann nehme ich lieber den Leon. Alles klar, Freunde, wir sehen uns gleich im Cockpit und ich freue mich schon auf die ersten Kilometer mit. Ich taufe ihn Baba Leon Junior, Freunde. Dann herzlich willkommen hier im Cupra Leon ST bzw. AK Baba Leon Junior. So, jetzt heißt es erstmal Piano fahren, das Fahrzeug erstmal einfahren, denn alles ist noch sehr jungfräulich. Das heißt, alle Teile sowie Motor und so alles müssen sich erstmal miteinander gewöhnen. Aber so der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Also ich finde, der Cupra Leon liegt auf jeden Fall gut auf der Straße. So, jetzt aktuell bin ich jetzt gerade noch im Komfortmodus unterwegs gewesen. Jetzt schalte ich mal schon mal in den Cupra-Modus. Genau, Lenkung ist schön knackig und das Fahrwerk ist auf jeden Fall um einiges straffer abgestimmt, ohne jetzt unkomfortabel zu sein. Ja, also auf jeden Fall könnt ihr auf jeden Fall auf die kommenden YouTube-Videos, aber auch, ich sag jetzt mal, Bilder auf Instagram und TikTok so oder beziehungsweise Beiträge auf TikTok gespannt sein. Wenn das Fahrzeug eingefahren ist, dann wird natürlich auch noch ein POV-Autobahn-Video geben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da und wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Haut rein, Freunde! Yeah.